U gleich R mal I, so lautet das Ohmsche Gesetz. Georg Simon Ohm suchte nach einem mathematischen Zusammenhang zur Berechnung der Wirkung fließender Elektrizität. In diesem Video geht es in das Deutsche Elektrizitätsmuseum Zeitreise Strom. Wer keine Lust hat, lange Formen zu lernen, der kann hier praxisnahe Erfahrung sammeln und die Geschichte der Elektrifizierung erleben. Auf 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und in 12 Kapiteln wird in diesem Museum die Geschichte der Elektrifizierung anhand vieler Beispiele und Exponate erklärt. Einzigartig an diesem Museum ist die Kombination von Baudenkmal, technischem Denkmal und einem funktionierenden Umspannwerk. Das Umspannwerk Recklinghausen ist ebenfalls Ankerpunkt der Route Industriekultur. In diesem Museum darf der Besucher die Ausstellungsstücke nicht nur betrachten, sondern auch selber spannende Experimente machen. Dazu gehört auch die Hochspannung. Aber keine Angst, gefährlich ist das nicht. Die verschiedenen Möglichkeiten der Stromerzeugung werden durch Turbine, Dampfmaschine und Wasserturbine eindrucksvoll gezeigt. Die überdimensionalen Schalltafeln verdeutlichen, wie früher Maschinen noch ohne Computer gesteuert wurden. Hier wird eine elektrische historische Straßenbahn aus dem Jahr 1916 gezeigt. Der Fahrgastraum ist begehbar. Der Fußraum besteht aus Glas, sodass der Besucher den elektrischen Antriebsstrang betrachten kann. Aus dem Alltagsleben gibt es viele Exponate aus dem typischen Haushalt. Es wird auch ein historisches Kino, eine Gaststätte und ein historischer Friseursalon gezeigt. Im 1928 gebauten Umspannwerk wird die Technik der Elektrizitätsverteilung erklärt. Das waren nur einige Impressionen. Meine Empfehlung ist, besucht das Museum einfach mal selbst. Weitere Infos gibt es wie üblich auch in der Videobeschreibung.